Servus, Salve, mein Name ist Christian Schlegel, ich bin genervt. Wir haben heute, was haben wir denn, den 21. Oktober, wir haben 17.49 Uhr und das ist der versprochene Mittwoch DAX, genau wie letzte Woche. Und hier geht es ein bisschen aggressiver zu, was die Scheine angeht. Ich bin genervt, weil ich stelle fest, dass ich bin im Moment mehr in den Einzelwerten drin als im Index selbst. Und ich meine zu sehen, dass viele Großanleger ihre Positionen arrondieren. Zum Beispiel sieht man es ganz gut in Telekom. Ja, vorgestern 14,25, man hat fast keine Aktien mehr bekommen. Da geht man einmal in die Porzellanabteilung, sind sie 14, dann schläft man eine Nacht drüber, dann sind sie 13,65. Oder Lufthansa, die schlägt Capriol, die springt rum wie ein Flummi im Kasten. Oder nehmen Sie mal die ganzen Kifferaktien. Ja, da ist Nomen est Omen, so eine Aurora, 10% hoch, am nächsten Tag 10% runter, dann wieder 10% hoch. Als ob die Dividende in Naturalien ausgezahlt haben. Alle treffen sich, rauchen einen und handeln dann darum. So kommt mir das manchmal vor. Entschuldigung, aber es musste sein. Für mich war jetzt die letzten Tage relativ klar erkennbar Orders in Commerzbank und ich fand auch das Gold, siehe Film von, war der gestern oder vorgestern, weiß ich gar nicht mehr, das konnte man deutlicher erkennen. Die Aktien momentan, ich tue mich unheimlich schwer. Da sind einige, die sind auf einer ganz schwierigen Kippe, Bayer zum Beispiel, SAP, Allianz, ja, eine Allianz unter 160 wäre nicht schön, eine SAP hat die 128 schon rausgenommen und die Bayer steht kurz vor der 40. Okay, aber hier geht es um den DAX. Also, das ist der Tageschart. Kennt ihr alle, kennen wir alle schon seit Wochen und Monaten. Wir sind nach wie vor in der Range. Ich kann das Wort Range schon nicht mehr hören. Egal wie. Wir haben heute fett eins auf die Nüsse bekommen. Das MACD-Tageschart ist weiter negativ. Die Stochastik hat definitiv noch Platz nach unten. Wir haben eine sehr schöne Unterstützung. Das ist hier dieser Bereich um die 12.430. Das ist hier. Und dann liegt auch in der Nähe, ein bisschen drüber, liegt auch das untere Bollinger Band. Und dann kommt schon die Range. Ihr habt gesehen, der eine zieht sie bis hierhin hoch. Ist alles fein. Ja, auch wenn der mal hier drunter geht, ich habe das so. Wir haben hier insgesamt ein gutes Unterstützungsniveau bis runter 12.140. Das sind ja noch 400 Punkte. Ja, das ist eine Geschichte von 2 Stunden. Wie auch immer, aufgrund von diesem Bild hier, habe ich nichts Positives. Jetzt brechen wir es mal runter auf die 4 Stunden. Das ist die Geschichte, auf die ich immer wieder hinweise. Die Stochastik als Oszillator hat meistens eine Trefferquote von 80%. Ja, es gibt solche Verrecker hier, ist so. Aber wenn ich das jetzt einfach hier mal aufdrösel und Sie das mal verfolgen, was ist hier passiert, da passiert und so weiter, 80% ist gut. Machen Sie 75 draus, ist auch in Ordnung. Wichtig ist die richtige Einstellung. Da ich mit den Bollinger Bändern handle und da der gleitende Durchschnitt 20 benutzt wird und ich aber auch, um das zu halbieren, einen 10er gleitenden Durchschnitt nehme, hier, den hier, macht es für mich keinen Sinn und Sie werden das feststellen, wenn Sie mal drauf schauen, dass Sie in Ihrem System eine 14er Stochastik haben. Ändern Sie die Freunde um auf 10, dann ist das Ganze homogener, harmonischer, ruhiger, bedachter. Das ist nur mal so ein Tipp am Rande. So, jetzt sind wir hier also im 4 Stunden. Sehr schönes Signal, ja, richtig schönes Signal. Wir haben hier, das nennt sich ein Inverted Umbrella Doji. Es ist kein Shooting Star, es ist der kleine Bruder davon. Genauso wie der Umbrella Doji der kleine Bruder vom Hammer ist. Wir gehen hier hoch, wir schmieren hier ab. Ja, dann gehen wir hier hoch und das kann doch nicht sein, der muss da wieder runtergehen. Und ich gebe nochmal was, ich gehe nochmal short, verdammt, nochmal drauf. Zack, hier werden die Stops dann geholt. Und dann entsteht diese Kerze, der gesamte Kaufdruck geht weg, der wird richtig rausgeprügelt, so Inverted Umbrella Doji. Dass dann dem eine solche Bewegung folgt, das kann man nicht ahnen, aber zumindest hat man in diesem Moment an dieser Kerze sofort den Stop hier oben, plus 25 Punkte. Das ist das Smarte an diesen Kerzen, also an dieser Formation, genauso wie beim Hammer. So, dann sind wir jetzt deutlich runtergekommen, die Bänder gehen etwas auf. Vor diesem Hintergrund ist auch hier das MACD weiter negativ. Die Stochastik zwar tief, aber kann sich nicht entscheiden. Schauen Sie sich das an. Das ist diese Seitwärtsphase hier, die kommt von hier. Da waren wir bei 12.800. Ich habe vom Chart her hier einen Widerstand da. Weil das war nämlich die Unterstützung, wir werden es gleich nicht mehr sehen, 12.720 bis 30. Ich traue dem Freund jederzeit ein
eine Korrektur bis da hoch zu. Da ist auch der 10er gleitend durch 12.730, vielmehr erstmal nicht. Also ich bin auch von den 4 Stunden her weiter negativ. Ganz besonders gravierend ist dieser Punkt schon hier, den wir heute zweimal getestet haben. 12.545. Zwingen Sie sich bitte nicht auf 5 Punkte fest. Ja? Der kommt von hier zweimal, der kommt von hier hinten. Den haben wir da gesehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir das nicht schaffen, gehe ich davon aus, dass wir relativ schnell nochmal 200 Punkte drauflegen. Deswegen wird der Schein, den ich euch nenne, der wird hier drunter sein, der Call. Ja? Dann haben wir nochmal die Stunde. Die Stunde ist hier. Die Stunde gibt auch noch nicht so tolle Punkte. Wir haben hier genau das gleiche, diese 12.545. Ja, ist der gleiche Punkt und wir haben hier unten die 12.300. 12.332 ist weiter negativ, auch hier negativ. Kann noch keine Entwarnung geben. Eine kurzfristige Entwarnung, wir sind hier im Stundenchart, nochmal, habe ich bei der 12.690. Aber auch dann ist der Bereich, hier ist er, 12.730 ist wichtig. Ich kann mir jederzeit vorstellen, dass wir da hingehen. Aber jetzt gilt erstmal der Freund hier, den zu verteidigen, diese 12.540. Denkst du an das, was ich am Anfang gesagt habe? Hier sind Positionsarrondierungen. Ja? Die Leute haben gelernt aus dem, was vor 5 Jahren war. Also dann reinkommen, minus 550 Punkte und dann am Nachmittag plus 200 oder was es war. Die Leute wollen nicht mit großen Positionen reingehen und man sieht das an so Werten wie Telekom oder SAP, Bayer oder Lufthansa, wie auf einmal die Positionen hin und her geschmissen werden. Die Leute wollen Ruhe haben. Der VDAX ist bei 30, VDAX News bei 30, aber die Amgeldoptionen mit normalen Optionen oder Optionsscheine mit einer Laufzeit von 4 Monaten sind bei einer 25er Volatilität. Die sind noch nicht mal zu teuer, muss ganz klar sagen. Ich finde die eigentlich recht fair. Gut, schauen wir mal nach den Scheinen. Ich bin jetzt mal zurückgegangen auf den 4-Stunden-Chart. Hier haben wir die eben mehrmals besprochene 12.545. Wenn die nicht hält, im Moment handeln wir bei, wo sind wir denn hier gerade? 12.555, jetzt um 17.58 Uhr. Wenn die nicht hält, muss ich davon ausgehen, dass der Freund relativ flott 200 Punkte drauflegt. Das geht schnell. Das hier unten ist die 12.000, also dieses hier ist die 12.334. Deswegen suche ich einen Schein aus, der hier noch drunter liegt. Wenn der hier drunter geht, packen Sie sich den gleich genannten Schein mal auf die Watchlist und dann warten Sie hier auf Umkehrsignale. Der Schein ist ein 12.300er von Goldman Sachs mit der Kennnummer GF057D. Das ist ein Open-End-Schein. Das ist der, aber der muss hier drunter liegen. Der muss hier drunter liegen und da haben sie auch nur 30 Punkte, um sich zu stoppen. Das ist schon, da sind wir beim 46er hin, 47er Hebel. Das ist keine kleine Option. Jetzt gucken wir mal hier nach einem Short. Ich bin der Meinung, ein Short kann ich hier hinterlegen. Hinter die 13.034. Ja, das ist eben der vorhin angesprochene Inverted Umbrella Doji. Und da komme ich auf den hier, 13.033. Das ist ein 26er Hebel, also vergleichsweise gemütlich. Das ist die Kennnummer von dem Open-End-Schein, die GF4XW4. GF4XW4. Ich selbst werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen gar nichts handeln, es sei denn, irgendwas schlägt mir wirklich um die Ohren. Sowas wie Gold war ganz gut, Commerzbank war okay, aber ich versuche mich zurückzuhalten. Ich rechne nach wie vor damit, dass hier ganz merkwürdige Schwankungen sein werden, insbesondere in den Einzelwerten. Und ich muss nicht jeden Tag handeln. Das muss ich nicht. Das rate ich auch. Und wenn es macht, macht es Volumen klein, überschaubar, weil das kann ganz schnell gegen euch laufen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Baba.